So, Tag 1 in unserem weiteren Experiment. Wir sind nunmehr im Basislager angelangt, aus einer wirklich spektakulären Fahrt mit einem Kleinflugzeug, das hier am Gletscher gelandet ist. Wir sind einmal mehr überrascht davon, wie wenig praktische Erfahrung wir in all diesen Dingen haben. Wir müssen regelmäßig aufs Neue uns wieder orientieren und mit der Lage umzugehen lernen. Es ist ein Chaos, aber es wird funktionieren. Der Rhein ist gerade dabei, das zu tun, was in Zukunft, also jedenfalls während der nächsten 14 Tage, unsere Hauptbeschäftigung sein wird, nämlich aus gefrorenem Wasser Wasser zu machen.